Hallo und herzlich willkommen zu unserem Lernfilm über das große Sterben. Jetzt fragen sich sicher die meisten, was ist das große Sterben? Und das werde ich euch jetzt erklären. Ende 1813 marschierten die Gegner Napoleons durch die Schweiz, um Frankreich zu besetzen. In den Armeen wütete der Typhus. In Klingnau wurde vom österreichischen Truppenkommando ein großes Spital eingerichtet. Vom 10. Januar bis zum 26. Juni 1814 waren bis zu 2500 kranke Soldaten pro Tag in Sion in der Propstei im Schloss und zeitweise auch im Rathaus untergebracht. 30 bis 90 Soldaten starben Tag für Tag an der Seuche und wurden in einem riesigen Massengrab außerhalb Klingnaus auf dem kaiserlichen Gottesacker bestattet. Schließlich waren etwa 3000 Kranke am Typhus gestorben. Die Klingnauer lebten in Angst und Schrecken. 28 starben. Kommen wir zur ersten Frage. Wer hat beschlossen, Napoleon endgültig zu besiegen und dazu noch Frankreich zu besetzen? Die alliierten Truppen beschlossen, Napoleon endgültig zu besiegen und dazu Frankreich zu besetzen. Was sind eigentlich die alliierten Truppen? Das Wort alliiert stammt aus dem Lateinischen und bedeutet Verbündete. Das konnte man am 20. Dezember 1813 vom Zuzgebiet aus beobachten. Konnte beobachten, wie auf der anderen Seite des Rheins von Kartenburg bis Kiel ein riesiger Aufmarsch von westlichen Truppen erfolgte. Warum lebte eigentlich die Bevölkerung in Angst? Sie lebte in Angst wegen der Typhuskrankheit, die sehr ansteckend ist. Die Bewohner der Schattengasse und Unterstadt nagelten alle Türen und Fenster zu, die in Richtung Propstei zeigten. Und dadurch hofften sie, dass sie sich nicht ansteckten. Für die, die sich jetzt fragen, was die Typhuskrankheit ist, erkläre ich es einmal. Das Ansteckungsrisiko ist enorm hoch. Die Übertragung findet durch den Kontakt zu Urin oder dem Blut des Erkrankten statt. Die Krankheit findet zwischen 7 bis 11 Tage statt. Man hat Kopf- und Bauchschmerzen, das Fieber steigt enorm an, man hat einen gelblichen Durchfall, dabei können sich Löcher in der Darmwand bilden. Es zeigt sich ein rotfleckiger Ausschlag. Nach der vierten Krankheitswoche setzt allmählich die Besserung ein. Was ist mit den verstorbenen Soldaten passiert? Sie wurden in einem Massengrab mit Kalk und einer zusätzlichen Humusschicht begraben. Danach wurden Föhren draufgepflanzt, damit dort kein Vieh mehr weiden kann. Zur Erinnerung an die 3000 Soldaten, die im Klingnau starben, hat die Stadt Klingnau einen kaiserlichen Gottesacker, um genau zu sein ein Kreuz mit der Inschrift. Seht die Ruhestätte von 3000 österreichischen Soldaten, die im Spital Klingnau vom 10. Januar bis 26. Juli verstorben sind. Rest in peace.